Wüste unterwegs im Mühlviertel, im Rechberg. Anscheinend meint es das Wetter gut mit uns heute. Zuerst war es ein wenig verzogen und jetzt kommt die Sonne raus. Wäre ein schöner Tag. Der Schwammerling von Rechberg, das Wahrzeichen des Ortes. Und dann gehen wir weiter. Auf! Und jetzt sind wir bei den Fuchsmauern. Das ist wirklich eine imposante Steingruppe da. So, da muss ich wieder. Da muss ich wieder am Weg auf. Jetzt wissen wir, wo in den Wald der Fuchs wohnt. Bei den Fuchsmauern. So, da sind aber die zwei gleichen Schilder. Jetzt weiß ich bald selber nicht mehr, was der Weg ist. Also wir gehen in den Schwammerlingweg oder in den Naturparkweg. Abstecher zum Elefantenstein gemacht. Und dann setzen wir unsere Runde fort. Da haben wir leider ein Stückchen am Asphalt gehen müssen. Aber es fahren keine Autos, das ist ganz toll.
da geht es jetzt am Steinlehrpfad. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher zur Waldquelle in Rechberg. Jetzt die Waldquelle. Jetzt gehen wir wieder am normalen Weg weiter. In die Felsen. Dann gehen wir noch auf die Aussichtswarte. Ich bin schon gespannt, wie weit man das sieht. Dann quälen wir uns da auch noch rauf. Aber es geht nichts mehr über einen schönen Rundblick. Aber ist leichter gegangen, auf jeden Fall. Ja, so schaut's aus in Rechberg. Von der Aussichtswarte ist da jetzt über steil durch den Wald runtergegangen. Aber jetzt kommen wir schon in Urt Rechberg rein und dann gehen wir zurück zur Kirchen.